wäre es viel lieber, wenn ich nicht erfolgreich wäre und aber dafür die Welt normal wäre. Ja, das stimmt. Ich hatte damals auch einen ähnlichen Ehrgeiz wie Sie, dass man doch noch was ändern könnte. Und tatsächlich, Sie haben recht, es ist schlimmer geworden. Und wie Sie auch richtig schildern, es wird immer noch schlimmer. Ich habe Ihr Buch gelesen, das Eva-Prinzip, und ich war so erschrocken, weil Sie damals schon versucht haben, der Menschheit zu zeigen, wie schlimm es sein kann, wenn diese Instanz Familie zusammenbricht. Und heutzutage, anstatt dass es besser wird, wird es einfach immer noch schlimmer. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Herz ist heute voller Freude, denn ich durfte ein Interview mit Eva Herrmann aufnehmen. Und ich bin immer noch sprachlos. Aber bevor wir in das Interview reingucken, erzähle ich euch mal, wie das alles zustande gekommen ist. Der Name Eva Herrmann sollte zumindest jedem ein Begriff sein. Sie war ab 1988 Nachrichtensprecherin der Tagesschau. Nachdem sie Mutter wurde, hat sie das Buch Das Eva-Prinzip geschrieben, mit dem sie, ich sag mal, in der Gesellschaft für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Sie wurde in die Kerner-Show im Jahre 2009 eingeladen und spätestens jetzt sollten alle Glocken klingeln, denn dort wurde sie auch rausgeworfen. Und für mich ist dieser TV-Moment unglaublich wichtig. Jeder sollte den gesehen haben, denn er zeigt nicht nur, wie Journalismus oder Propaganda funktioniert, sondern auch, wie man von dem einen Tag auf den anderen Tag alles verlieren kann, wenn man seine Meinung sagt. Kommen wir aber nun zu der Geschichte, wie diese wunderbare Fügung zustande kam. Ich habe schon etliche Male ihren TV-Auftritt gesehen, weil er wirklich unfassbar wichtig ist. Daraufhin habe ich das Buch gelesen und es hat mich sehr erschrocken, da es schon etwas älter ist, aber dennoch top aktuell. Und dann habe ich auf ihrem Telegram-Kanal gesehen, dass sie öfters auch Videos von mir repostet und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich mich so sehr gefreut habe. Ja, und dann ist irgendwie der Kontakt entstanden und ich wurde zu diesem wunderbaren Interview eingeladen, was wir uns jetzt ansehen werden. Ich will gar nicht mehr länger reden. Viel Spaß dabei. Liebe Zuschauer, hallo. Ich darf Ihnen eine junge Frau vorstellen, die ich schon ein bisschen länger im Auge habe und die mich sehr beeindruckt. Herzlich willkommen, Michelle Golan. Hallo, Frau Herrmann. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Ja, ich freue mich auch, Michelle. Ich habe Sie eine ganze Weile beobachtet mit Ihren YouTube-Videos. Sie sind auf den sozialen Netzwerkkanälen überall sehr rührig und sehr aktiv. Bevor wir zu Ihrer Arbeitsweise kommen, die ich höchst interessant finde, Sie haben gerade etwas gesagt, nämlich Sie haben über die Macht gesprochen, der auch gerade Öffentlich-Rechtlichen. Ich war ja nun selber lange dabei und bin aber auch schon seit einiger Zeit da wieder raus und bin eben auch auf die andere Seite gewechselt, um meine eigenen Zweifel erstmal zu beruhigen und dann feststellen zu müssen, ich bin da so dem einen oder anderen Irrtum fest aufgesessen. Und es könnte ja auch bei anderen so sein, zumal immer mehr Menschen auch wie Sie widerlegen, was gemeldet wird. Wie groß schätzen Sie diese Macht ein? Also wenn wir jetzt mal das System versuchen anzuschauen, da ist die Ebene der Politiker und der Regierungen, darunter sind verschiedene andere Ebenen, wie natürlich auch das Recht und ist das Recht noch das Recht, also die Justiz. Welche Rolle nimmt aus Ihrer Sicht das Mediensystem ein? Stehen die drüber, stehen die drunter? Drüber, weil die Macht der Medien so unglaublich stark ist. Also Sie können ja selbst über Politiker, heute ist Annalena Baerbock gut, morgen ist sie wieder schlecht und das wird alles so hin und her geworfen. Und manchmal frage ich mich auch so, sind das nur Nachrichten, um die Menschen zu füllen, um den Menschen etwas zum Reden zu geben, etwas eigentlich, was sehr, sehr banal ist, weil es gibt so viele wunderbare Dinge, über die wir uns unterhalten können. Und gerade in der Corona-Zeit hat man sich dann nur über Tests und Impfungen und keine Ahnung was unterhalten. Und die Macht ist so groß, dass sie ja, wenn wir nochmal, ich möchte eigentlich nicht so gerne über die Corona-Zeit reden, aber das ist ein sehr gutes Beispiel einfach für die Macht der Medien. So viele Menschen haben sich dazu leiten lassen, sich impfen zu lassen, sich testen zu lassen, nach dem System zu gehen, weil einfach die Medien so einen großen Druck und vor allem eine sehr, sehr große Angst auf die Menschen, auf den Menschen auslösen können. Und deswegen haben sie auch so viel Macht, weil wenn einem ständig Angst gemacht wird, wenn du jetzt nicht da und dahin gehst, wenn du das und das nicht gemacht hast, dann wird das und das passieren. Und Angst ist das beste Mittel natürlich. Haben Sie einen Test dabei, damit wir einfach sicher gehen können, dass wir hier in der Mall gesunde Leute haben, die shoppen gehen? Wer entscheidet das? Ich nicht, komm von oben. Komm von oben. Wenn du eine Warnweste zu Hause hast, hast du es geschafft im Leben. Kommt ihm wahrscheinlich auch die Schauspielkunst ein bisschen zugute, nehme ich mal an. Ja, ich denke mal, wenn man so ein bisschen
Humor hat oder einfach so dieses Talent hat, auch vor der Kamera gut agieren zu können. Das ist vielleicht auch so ein bisschen angeboren. Natürlich unterstützt die Schauspielschule dort auch sehr, weil man noch so viel dort lernt und auch in andere Rollen zu schlüpfen und dadurch auch die anderen Rollen verstehen kann. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, der mir sehr hilft bei meiner Arbeit, wenn ich mit einer Person spreche, die komplett die gegenteilige Meinung meiner übernimmt, kann ich trotzdem mit ihr reden und versuchen, sie zu verstehen, weil ich ja auch in der Schauspielschule lernen muss, mich in andere Rollen hineinzuversetzen. Und ich glaube, das ist ja ein sehr, sehr guter Tipp auch und eine sehr, sehr gute Art, wie man dann auch an die Videos rangehen kann. Michelle, wenn jetzt heute die Schauspielschule aber sagen würde, das geht uns doch zu weit, was sie da machen, und sie eine Entscheidung treffen müssten, man wird ja im Leben dann vor Entscheidungen gestellt. Welche würden Sie denn dann treffen? Auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal weiterzuführen, weil das mein Projekt ist, mein Baby, meine Wahrheit und auch meine Energie, die da drin steckt. Und ich meine, wenn jetzt die Schauspielschule sagen würde, ja, wir wollen sie jetzt nicht mehr haben, sie dürfen jetzt nicht mehr zur Schule gehen, dann würde ich sagen, okay, dann ist das jetzt wohl so, dann habe ich viel mehr Zeit und viel mehr Energie, die jetzt in meine Videos fließt. Und ich würde das, glaube ich, eher positiv sehen. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen über Sie selber wissen. Also ich würde Ihnen gerne ein paar persönliche Fragen stellen. Sie können dann immer sagen, nö, möchte ich nicht beantworten, wie Sie das ja mit Ihren Leuten auch machen, wenn Sie die befragen. Da hat ja jeder die Freiheit, auch Nein zu sagen. Sie beschäftigen sich auch in Ihren Umfragen doch immer häufiger mit dem Thema Geschlecht, Mann, Frau. Familie ist natürlich auch ein Kernthema von mir, deswegen merke ich es vielleicht auch schon im Ansatz. Können Sie uns vielleicht mal Ihre Einstellung verraten zum Thema Familie? Sie sind ja in einer Familie groß geworden, wo man offenbar viel miteinander gesprochen hat. Wie sehen Sie das? Heute ist ja vieles zu verstehen unter Familie. Also ich, wenn ich an Familie denke, sehe ich wirklich das klassische Bild einer Familie, Vater, Mutter und Kinder. Und für mich ist das keine richtige Familie, wenn dann wirklich alle sich geschlechtsumwandeln lassen und da Kinder adoptieren. Und was ja auch sehr gut sein kann, das will ich jetzt gar nicht damit sagen, aber das ist dann einfach wirklich ein Mischmasch und dem kann ich nicht gutheißen, weil ich es einfach auch gemerkt habe, meine eigenen Kinder, dass es mir unglaublich viel Kraft geschenkt hat, dass ich nicht nur die Instanz Mutter, sondern auch die Instanz Vater hatte. Und von jeder Rolle, in Anführungszeichen, lernt man ja auch unterschiedliche Dinge und man weiß, was die Mutter oder der Vater für Gegebenheiten auch mit in die Familie mit einbringen. Und es ist so unglaublich wichtig, dass ein Kind einfach beide Instanzen kennenlernt und von beiden Geschlechtern lernt. Und deswegen ist Familie für mich wirklich diese Grundinstanz Mutter, Vater, Kind. In der Behördensprache werden ja diese Begriffe schon abgeschafft. Vater, Mutter, die werden dann ersetzt durch Elternteil 1 und Elternteil 2 oder in den USA Parent 1 und Parent 2. Diese ganzen Begrifflichkeiten, die ja auch mit den Urbegriffen verbunden sind, die vielleicht nicht direkt fühlbar, aber immer in uns etwas auslösen. Wenn man über eine Mutter spricht, über seine eigene Mutter zum Beispiel oder den Vater, dann macht das ja etwas mit einem. Und wie würden Sie das denn einordnen, wenn man diese Begriffe, diese Urbegriffe der Naturgesetze mehr und mehr ausblendet und durch etwas kältere Bezeichnungen ersetzen möchte? Also grundlegend kann man sagen, dass es natürlich einfach erstmal die Zerstörung von Ordnung ist, weil Familie ist die wichtigste Instanz und in einer Familie lernt ein Kind, sich auch in der Gesellschaft einzubringen, lernt Werte, die dann für das spätere Leben enorm wichtig sind. Und wenn dann, wie Sie gerade gesagt haben, ein Begriff wie Mutter, was ja wirklich sehr positive Gefühle in einem auslösen kann, durch einen total stumpfen, harten Begriff ersetzt wird, dann fehlen natürlich auch die Gefühle. Und wenn ein Kind so erzogen wird, dass es zum Beispiel geschlechtsneutral oder non-binär, wie es alles heißt, erzogen wird und gar nicht wirklich weiß, wer bin ich, wer sind meine Eltern, falls es diesen Begriff dann überhaupt noch gibt, dann weiß das Kind gar nicht, wie es ist. Also wie, man kann sich auch gar nicht selbst finden, wenn man schon in so einem Durcheinander aufwächst. Und auch die Eltern selber, wenn ein Mensch von sich aus nicht sagen kann, wer er ist, also dazu hatte ich auch einmal eine Straßenfrage, da hat ein optisch Mädchen, sage ich jetzt mal, auch gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wer ich bin halt kein Geschlecht. Und dann habe ich auch gefragt, aber du hast ja
ein biologisches Geschlecht, das kannst du ja auch sehen. Wie stehst du denn dazu? Ja, dazu stehe ich gar nicht. Also manchmal möchte ich es mir auch gar nicht angucken oder ich möchte es auch gar nicht fühlen. Ich möchte einfach nur raus aus diesem Körper. Ich glaube, dahinter stehen ganz, ganz schwerwiegende Probleme, ob psychisch bedingt oder was auch immer. Und jetzt durch diesen Trend, diesen Trans-Trend, wird einfach gesagt, du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl, ist kein Problem. Dann mach eine Operation, nimm Hormonblocker, nimm Tabletten und sei einfach ein anderes Geschlecht. Und jetzt gerade merken wir auch, ist ja jetzt auch von den Öffentlich-Rechtlichen, dass immer mehr Menschen, die sich zum Beispiel geschlechtsumwandeln lassen haben, sagen, oh, das war ein Fehler, ich wollte doch zurück, ich wusste einfach nur nicht, wer ich bin. Und ich sehe einfach die Gefahr in durch Medien und durch diesen Trend, dass die Menschen, die eigentlich komplett andere Hilfe bräuchten, die Lösung in einer Geschlechtsumwandlung sehen. Und das wird ja auch von den Medien sehr gut verkauft. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Machen wir kurz eine Operation oder noch am besten geben wir Kindern, die noch gar nicht in der Pubertät sind, Hormonblocker, damit sie auch nie in die Pubertät kommen. Das ist unfassbar schrecklich. Ich weiß, also mir fehlen da teilweise Worte. Und wenn ich darüber rede, dann vielleicht merkt man es auch gerade, ist da einfach auch so ein Wut in mir drin, weil ich das nicht verstehen kann. Und weil ich natürlich weiß, vielleicht steckt dahinter eine Agenda, dass dazu führen kann, dass wir dann irgendwann nicht mehr so viele Menschen auf der Welt sind. Oder wer weiß was, da möchte ich gar nicht mehr genau ins Detail gehen, aber das löst in mir eine Wut aus, weil ich einfach weiß, dass es nicht richtig sein kann und weil mir die Kinder oder auch die Eltern unglaublich leid tun, weil natürlich möchte man für die Welt, wie der Gans auch immer so schön sagt, für die Menschenfamilie nur das Beste, dass jeder sich in dieser Welt auch wohlfühlen kann und ein schönes Leben hat. Und ich sehe da so, so viele Probleme. Ich weiß gar nicht, wie man das alles noch aufholen kann, weil dieser Trend wächst ja stetig an. Und das hatte ich Ihnen ja auch schon mal gesagt bei unserem ersten Telefonat. Ich habe Ihr Buch gelesen, das Eva-Prinzip, und ich war so erschrocken, weil Sie damals schon versucht haben, der Menschheit zu zeigen, wie schlimm es sein kann, wenn diese Instanz Familie zusammenbricht. Und heutzutage, anstatt dass es besser wird, wird es einfach immer noch schlimmer. Und das war so ein erschreckender Moment für mich, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass ich dachte, eigentlich hätte es doch besser werden sollen und es ist im Gegenteil nur noch viel, viel schlimmer geworden. Ja, das stimmt. Ich hatte damals auch einen ähnlichen Ehrgeiz wie Sie, dass man doch noch was ändern könnte. Und tatsächlich, Sie haben recht, es ist schlimmer geworden. Und wie Sie auch richtig schildern, es wird immer noch schlimmer. Das heißt, die Auswüchse werden ja auch politisch nicht nur gedeckt und gefördert, sondern mehr oder weniger forciert. Also auch durch die neuen Gesetzesgebungen und vor allem auch die Maulkörbe, die verteilt werden, wenn man sich so kritisch, wie Sie das jetzt tun, auch äußern. Also das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, was Sie machen. Sie haben das ja auch bei mir gesehen, dass durch solche Bücher wie das Eva-Prinzip eben man dann in der breiten Öffentlichkeit doch schnell persona non grata ist. Aber das scheint Sie ja nicht zu schrecken, sondern Sie sagen, ich gehe da meinen Weg weiter. Mit welchem Ziel? Ja, das Ziel ist natürlich schon, etwas zu verändern. Und ich merke das, ich freue mich über jede Nachricht, wo Menschen mir sagen, ich bin nicht immer deiner Meinung, aber in einigen Punkten hast du mir dann doch die Augen geöffnet. Oder alleine, dass ich Menschen vielleicht dazu bringen kann, wieder miteinander zu reden. Das ist mein Ziel. Und deswegen stört es mich auch nicht. Ich meine, ähnlich, also so schlimm wie bei Ihnen ist es jetzt bei mir natürlich noch nicht, aber man merkt so, dass es wirklich stückweise langsam anfängt. Also es wurden jetzt schon 3 YouTube-Videos auf meinem Kanal komplett gelöscht. Die können Sie jetzt auch gar nicht mehr sehen. Die sind für den Zuschauer gar nicht mehr sichtbar, auch in der Timeline nicht. Ich kriege ständig irgendwelche E-Mails mit Anzeigen, dass Menschen sich doch von mir distanzieren wollen. Also zum Beispiel Personen, die ich jetzt auf der Straße angesprochen habe. Und man hat dann mit so viel Druck auch zu kämpfen. Natürlich belastet mich das auch. Und ich habe teilweise auch gar keine Lust, mein Postfach zu öffnen, weil ich jetzt nicht weiß, ist das jetzt im besten Fall eine Nachricht von Ihnen oder im schlechtesten Fall wieder irgendeine Anzeige oder irgendeine Drohung. Aber ich versuche dann immer auf das große Ganze zu schauen und mich daran zu erinnern, warum ich das gemacht habe. Und das war einfach das Ziel oder beziehungsweise eher so die Frage, die ich so als junge Frau hatte. Was passiert mit der Welt? Warum wird Familie so weggeworfen? Warum verändert sich alles? Und warum sagt keiner was? Und warum redet keiner miteinander? Und das waren so meine Grundfragen. Und das war auch der Grund, warum ich mit YouTube angefangen habe. Und ich versuche mich dann einfach immer daran zu erinnern. Sind Sie auf irgendeine Antwort gekommen, wenn Sie fragen, warum? Warum entwickelt sich das? Warum ist das so? Warum wird es immer schlimmer?
Ich glaube, wenn man so wieder sehr tief in den Kaninchenbau hier hineingeht, dann wird es wieder gefährlich. Aber ich glaube, dahinter steckt so viel Propaganda, so viel Agenda und wer weiß was noch, die einfach auch Menschen dazu führen wollen, dass Menschen nicht mehr selber denken. Und wenn Menschen nicht mehr selber denken und nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind, dann können Menschen sehr leicht gesteuert werden. Und vielleicht ist das das große Ziel. Dann hat man irgendwann vielleicht einfach nur noch eine Arbeitergesellschaft, die von morgens bis abends arbeitet, nachts schläft und mehr ist dann da nicht. Und wenn das das große Ziel ist, dann versuche ich aber wirklich mit aller Kraft dagegen zu, meine Energie zu nutzen. Da haben Sie sich eine Menge vorgenommen. Ich schicke Ihnen mal von hier aus ganz viel Kraft. Vielleicht noch, Danke. die Frage, die Abonnenten, die Sie haben und die Zuschriften, die Sie bekommen, sind das vorwiegend jüngere Leute oder sind das auch ältere? Ich habe es mal nachgeguckt, es ist wirklich alles dabei. Ich glaube, von 16 bis 35 und aufwärts schaut mir jeder zu, kann man sagen. Und ich kriege sehr viele Nachrichten auch von jungen Frauen, die mir schreiben, ich finde das so beeindruckend und so stark, was du machst. Und selbst da bin ich natürlich sehr dankbar für, aber manchmal verstehe ich es gar nicht, weil ich das Gefühl habe, die Werte, die ich habe und die Werte, die ich auch vermitteln möchte, sollten doch normal sein, in Anführungszeichen, oder sollte doch von jedem verständlich sein. Und wenn ich dann merke, okay, es ist aber nicht so, dann frage ich mich, in was für einer Welt leben wir? Also mir wäre es viel lieber, wenn ich nicht erfolgreich wäre und aber dafür die Welt normal wäre. Und deswegen erschreckt es mich, aber natürlich, klar, es freut mich auch, wenn mir junge Mädchen schreiben oder auch Männer, alte Menschen, alles. Also da geht mir dann das Herz auf. Alles Gute für Sie. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und freue mich, dass es solche jungen, aufgeweckten Menschen gibt wie Sie. Grüßen Sie auch Ihre Mitstreiter. Vielen Dank, das mache ich. Danke für das Gespräch, Frau Herrmann, und liebe Grüße. Ciao.